Es ist richtig kalt an diesem Montag. Für Richard Flohr und Bruno Thiel ist das aber kein Grund, zu Hause zu bleiben. Sie machen sich bei Wind und Wetter auf den Weg, um alten Menschen den Friedhofsbesuch zu ermöglichen. Heute sind sie mit insgesamt 6 Damen und Herren verabredet. Los geht es auf dem Parkplatz bei den Maltesern. Von hier fahren sie zuerst zu Lydia Lichusit. Sie holen die betagte Dame zu Hause ab und helfen ihr, wenn sie Hilfe braucht. Frau Lichusit möchte an diesem Montag das Grab ihres Mannes und das ihrer Mutter besuchen. Von der Kälte und dem beißenden Wind lässt sie sich nicht abhalten. Wenn Richard Flohr und Bruno Thiel sie bei diesem Friedhofsbesuch begleiten, bekommen die beiden Männer dafür kein Geld. Beide machen das im Ehrenamt, einfach um anderen Menschen zu helfen. Ich bin in Ruhestand gegangen und habe gedacht, na, man kann mit Sicherheit noch was Sinnvolles tun in seinem Leben. Und dann habe ich mich halt umgehört und was für Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich auf die Malteser gestoßen, kam dann zu einem Gespräch und habe gedacht, okay, das wäre was für mich. Und seitdem bin ich einfach dabei. Dazugekommen bin ich über eine Annonce oder einen Aufruf der Malteser in der Augsburger Allgemeinen. Wir suchen noch Ehrenamtliche. Ich habe mich da einfach mal informiert drüber, bin da hingegangen, haben dann so einen ersten Vortrag gehabt, was machen die Malteser alles ehrenamtlich. Und man konnte sich dann also eines von den ehrenamtlichen Ämtern aussuchen. Das fing bei mir also mit einem Paketdienst an. Also wir liefern Bedürftige in Augsburg mit Lebensmitteln einmal im Monat. Und über die Gruppe, in der ich da war, bin ich dann eben auch zum Friedhofsdienst gekommen. Der Friedhof ist besonders ungemütlich an diesem Tag. Trotzdem wird nicht auf die Uhr geschaut. Wer seine Angehörigen hier besucht und ihrer gedenkt, gibt die Zeit vor. Hektik wäre an einem Ort wie diesem sicher fehl am Platz. Es gibt Menschen, die wollen einfach mal zum Friedhof, weil sie sonst keine Möglichkeit dazu haben. Die stehen dann 5 Minuten vorm Grab und dann sagen sie, es reicht mir wieder. Es gibt andere, da kannst du auch eine Stunde aufbringen, weil sie dann eben sich mit ihren ehemaligen Angehörigen nochmal unterhalten wollen, Gebete verrichten. Es ist natürlich auch vom Wetter abhängig, je nachdem. Wenn wir beim schönen Wetter verbringen sie mehr Zeit auf dem Friedhof als beim schlechten Wetter. Das ist eigentlich das Schöne. Man hat immer andere Leute da. Man muss sich wieder neu einstellen und man muss bestimmte Dinge einfach berücksichtigen. Und ja, es kommt nicht so eine große Routine zum Vorschein in dem Sinn, sondern man muss sich immer neu einstellen. Und das ist eigentlich das Interessante. Kriegen Sie auch manchmal so Lebensgeschichten dann erzählt? Ja, natürlich, natürlich. Gut, man hört sich die immer an in dem Sinn und manche Leute haben ja eine Biografie, das ist gigantisch. Also da ist von Geburtsort irgendwo in Sibirien und dann nach Frankreich bis nach Kanada und Amerika wieder zurück nach Deutschland. Ja, das ist so eine Biografie, das hört man ja nicht jeden Tag. Und das ist schon sehr interessant. Frau Lichusit ist dankbar, dass es den Besuchsdienst der Malteser gibt. Sonst hätte sie nur sehr selten die Möglichkeit, die Gräber ihrer Liebsten aufzusuchen. Zusammen mit ihren Begleitern zündet sie Kerzen an und spricht für sich ein stilles Gebet. An diesem Tag ist das Wetter für einen langen Besuch einfach zu kalt und zu stürmisch. Aber sie wird natürlich wiederkommen, mit ihren Begleitern oder deren Kollegen, die ebenfalls ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ehrenamtliche werden immer gesucht, gerade Ehrenamtliche mit Tagesfreizeit, sagen wir, wäre natürlich schon sehr wünschenswert, wenn wir gerade wie beispielsweise für einen Besuchsdienst oder für einen Friedhofsdienst oder Paketdienst, da fällt immer jemand mal aus. Also wäre schon sinnvoll, wenn sich mal einige Leute melden würden und sagen, okay, wäre auch was für mich. Menschen helfen, selbst dabei neue Erfahrungen sammeln. Das ist das Wesen des Ehrenamtes. Denn es ist schließlich schön, anderen eine Freude zu machen.